Das erste Außenministertreffen seit über einem Jahr im Ukraine-Konflikt hat keine Einigung über einen Blauhelm-Einsatz in der Ostukraine erzielt, in der Runde der Vertreter von Deutschland, Russland, Frankreich und der Ukraine. Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD sagte am Montagabend in Berlin, man sei allerdings mit Blick auf eine Fortsetzung der Waffenruhe relativ nah beieinander. Bei den Parametern für eine mögliche UN-Mission gehe es eher um das Wie und nicht um das Ob einer solchen Mission. Denn grundsätzlich sind beide Seiten offen für eine solche Mission der Vereinten Nationen. Allerdings liegen die Vorstellungen, wie eine solche Mission aussieht, wie das Mandat ausgestaltet ist, wie das Einsatzgebiet ist, doch noch sehr weit auseinander. Zugleich bekräftigten die Minister die Vereinbarungen des Minsker Abkommens, wonach die schweren Waffen von der Front abgezogen, die Truppen entflochten und Minen geräumt werden sollen. Die bisher jüngste Zusammenkunft der vier Außenminister hatte im Februar 2017 in München stattgefunden. Seither stecken die Verhandlungen fest.